Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Harveys neue Augen. Und nun hat ja Harvey nicht mehr seine alten, seine neuen Augen, sondern wieder seine alten. Und in der letzten Folge haben wir ja mit der Oberin Schach gespielt. Das hat ja dann nicht so toll geklappt. So würde sie keine große Hilfe sein. Und als ich es nochmal probieren wollte, bin ich wieder genau in dem Bildschirm stecken geblieben wie jetzt. Mist! Ach nö. Also Leute, irgendwie geht das nicht mehr. Vielleicht hört ihr es ja. Hört ihr es? Ich klicke hier überall rum. Es geht gerade nicht. Auch nicht hier unten. Geht nicht. Oh Mann. Was ist denn da los? Wieso bleibe ich hier denn in dem Bildschirm stecken? Und vor allem... Escape bringt auch nichts. Ich komme nicht mal mehr ins Startmenü rein. Irgendwie ist das Spiel hier an dieser Stelle verbuggt. Nun gut, Moment, ich mache eine kleine Aufnahmepause und schaue nach, was da los ist. Bis gleich. Hasenohr, Hasenbein, der Doktor will zufrieden sein. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Ja, Hallöchen, hier sind wir wieder. Ich probier's jetzt mal nochmal. Ich habe jetzt ein bisschen mit der gequatscht und mit denen gequatscht und hoffe, dass es jetzt wieder funktioniert. Beziehungsweise ich probiere nochmal den Harvey auf die Edna aus. Oder hier auf den Harvey-Puppenhaufen. Hey, Kumpels! Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Hä? Was sind das denn für Vögel? Wie kann man nur so gut aussehen und trotzdem so bescheuert sein? Tja, habe ich keine Ahnung. So, jetzt probieren wir es nochmal und hoffentlich funktioniert es jetzt. Ich habe keine Ahnung, warum ich in dem Bildschirm immer stecken bleibe. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt geht, weil die letzte Chance, die ich jetzt sehe, ist wirklich das Spiel zu deinstallieren. Es nochmal bis hierher zu spielen und dann zu hoffen, dass es funktioniert. Und das ist ziemlich kacke, weil, soweit ich das im Gespür habe, sind wir eigentlich schon ziemlich am Ende des Spiels und das ganze Spiel jetzt nochmal zu spielen, wäre irgendwie schon blöd. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ah, gut. Okay, ohne Dialog, ohne Boogie und sonst was komme ich hier wieder rein. Na gut, dann können wir es ja nochmal ausprobieren. Also, höherer Hase, der hat eine Kombination. Grenzposten schützt bis zu 3 Harveys. Wäre cool. Das ist cool. Das will ich jetzt machen. Der höhere Harvey, der war doch bei der Spinne. Bei der Spinne war der doch. Und das mache ich jetzt auch. Hä, warum greife ich nicht die Spinne an? Versteht das einer, warum ich jetzt ihn hier angegriffen habe? Na gut. Alkohol. Typi. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Dann probiere ich es mit ihm hier. Der macht... Nahkampf macht mehr Schaden. Achso, geht nicht mehr. Da mache ich es einfach so. Mit Magie, der macht nämlich doppelten Schaden. Der Ort der Harvey war bei ihm. Da kann ich noch das machen. Und zwar jetzt kann ich wieder 5 auswählen. 3, 4, 5. Piu! Gut so. Ja, jetzt werde ich natürlich ein paar Mal angegriffen, ist aber gar nicht so schlimm. Ich mache hier jetzt die gleiche Kombo gleich nochmal. 1,
2, 3, 4, 5. Wow, das zieht ganz schön gut rein. Dann ihn hier mache ich wieder mit dem Feuer. Nein, ohne Feuerhasen. Auf ihn. Oh, jetzt hat der bloß noch 2. Das ist schon mal sehr gut. Niemand schützt seinen Verbündeten. Das ist jetzt nicht so gut. 2x seine Mitstreiter angreifen. 1. Was? Ich habe doch einen ganzen anderen ausgewählt. Keine Ahnung. Muss man, glaube ich, nicht verstehen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Warum hat das nicht funktioniert? Warum hat das nicht funktioniert? Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Merkt man vielleicht überhaupt nicht. Super. Gemein. 1, 2, 3, 4, 5. Angriff. Hey! Feuer habe, macht jetzt mal das hier. 1, 2. Wird schon attackiert. 3, 4, 5. Ah. Warum geht das denn nicht? Hä? Ach, der schützt vor Feuer- und Hitzeattacken. Also bringt das gar nichts, wenn ich den Feuerhasen als Combo einsetze. Na gut. Machen wir es halt so. Nein, hat nicht funktioniert. Supi. Dann so. Okay, die nächste Runde läuft besser. Jetzt habe ich schon langsam raus. Ach, ich habe ja noch einen. Ich habe noch ein Häschen. Und zwar ist der bei dem. Ach so, darf ich 5 auswählen? Warum darf ich 5 auswählen? Hä? Ach, ich... Was? Jetzt habe ich nicht gelesen, was der macht. Der beschützt ja jemanden. Der schützt einen Verbündeten. Deshalb ging das gerade nicht. Der greift jetzt mal ganz normal den hier an. Dann ist der nämlich schon mal tot. So, fertig. Dann gegen die Spinne war... Du sollst das Gelände nicht verlassen. Also auf... hören. Schwierig, schwierig, sage ich euch da nur. Ach so. Ah. Nee. Darf ich nicht hier das abwählen? Ich will den Hasen nicht wählen. Was? Ah. Ich kapiere irgendwie nie, dass der Hörer habe ja welche schützt. Das verstehe ich irgendwie nie. So, jetzt greife ich mal die Justitia mit Magie an. Wow, gut. 4 weg. Das hilft schon mal sehr gut. Na, der Feuerhabe, der kann ja immer noch nicht viel erreichen. Macht mir Schaden. Darf ich nicht mehr. Heizt bis zu 5 Gegner gleichzeitig ein. Wäre cool, aber geht eh nicht. Aber so geht's. So, der Trunken Harvey war gegen ihn hier. Das heißt, Magie auf ihn. Ach, darf ich da schon wieder bloß jemanden schützen? Wer hat am wenigsten? Er hier hat am wenigsten. Ach, der heilt ihn. Oh, hätte ich das früher gewusst. Na gut. Das ist er hier. Was, muss ich schon wieder irgendjemanden auswählen? Ah.
Darf ich nicht? Na komm! Was macht denn der? Ah! Ich verstehe die Steuerung irgendwie überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht. Lass dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Mega Dauerfeuer. Ja, ist wahrscheinlich wieder damit Feuer. Sprich, ich darf nicht. Aber machen wir es so. Okay, er hier hat seinen Gegner schon verloren. Da mache ich jetzt Angriff auf ihn. Hoffentlich funktioniert's. Ach, das geht auch. Gut zu wissen. Der Lügenhave macht Direktangriff auf die Justitia. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Er macht Magieangriff auf ihn. Ach, ich muss wieder jemanden heilen. Stimmt ja. Soll er sich selber heilen? Okay. Er Direktangriff, also Magie, auf ihn. Wieder nicht. Ich muss einen schützen. Ich vergesse es immer wieder. Beziehungsweise wieder einen aktivieren. Ah, dann machst halt du Direktangriff auf ihn. Oder Normalangriff. Mir egal, Hauptsache weg mit ihm. Geht doch. Danke. So. Und du machst jetzt schützen, oder wie war das? Den Schneemann schlagen. Ach, das hat was mit der Magie zu tun. So. Der Harvey greift jetzt hier an mit Magie. Super. Der Harvey, was? Schussattacken mit doppeltem Schaden lässt einen Harvey zuschlagen. Mach ich mal so. Gut. Dann darf der Lügen-Harvey bringt einen Gegner dazu, kurz für dich zu kämpfen. Ernsthaft? So, da hat praktisch jetzt die Justitia den Schneemann angegriffen. Habe ich das richtig verstanden? Keine Ahnung. Halt einen Harvey. Prost. Ja, doch, könnte ich eigentlich schon machen. Und zwar würde ich gerne den hier heilen. Okay. Jetzt greift er hier entweder den oder den an. Motiviert einen Harvey nochmal zu handeln. So. Gut. Jetzt greifen die ein paar Mal an. Oder nur einmal. Dann machen wir es so. Yeah. Ich glaube, jetzt habe ich schon langsam raus. Und jetzt glaube ich, gewinne ich auch, wenn ich das jetzt richtig anstelle. Okay, Schuss mit doppeltem Schaden. Auf Justitia, bitte. Hat das gerade irgendwas gebracht? Ach, Spinneschutz vor Schussattacken. Ja, super. Hat scheinbar nichts gebracht. Ach, die Zeit ist schon wieder um. Moment. Okay. Zeit ist schon wieder um. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Mann, ist die Zeit jetzt schnell vergangen. Und ciao, ciao.